ich muss zugeben, auch ich habe so meine Probleme mit der arabischen Mentalität. Vor allem, wenn arabische Mamas von Freunden kochen und mich zum Essen einladen. An alle hier, die so etwas noch niemals durchmachen müssen, nehmt niemals so eine Einladung an. Denn wenn arabische Mamas kochen, ist ihre Mission nicht, dass du satt wirst. Sie wollen wissen, wie viel von 40 Jahren Kocherfahrung in deinen Magen passt. Und denk nicht, das, was auf dem Tisch liegt, ist ein Buffet, von dem du dir das Essen aussuchen kannst. Das ist dein Teller. Und falls du denkst, du weißt schon, wie sich ein schlechtes Gewissen anfühlt, sag einfach, ich bin satt. Arabische Mamas werden dir so ein schlechtes Gewissen machen, dass du danach das Gefühl hast, du hättest dich auf ein Baby gesetzt. Stimmt was mit Essen nicht? Schmeckt dir nicht? Aber wir können nicht wegschmeißen. Und danach kommt die Handbewegung, die jede arabische Mama in so einer Situation rausholt. Nur noch so ein bisschen. Acht Lammspieße, 10 Falafel und 1 Kilo Reis. So viel ist das. Ich musste mich danach übergeben. Und sie stand hinter mir, du hast übergeben, also wieder Platz.